Ajo, was geht, Freunde der Hacker-Staffel? Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Killzone 2. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Weiter geht's, Digga. Ja, maximale Kriegsführung hier. Wir ballern, wir müssen uns hier auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen durchballern. Ja, was geht? Okay, alles klar, Digga. So, warte mal. Ah, falsche Taste. Oder chill. Warte. Digga, ich muss den Controller so ganz, ganz, ganz komisch drehen, Alter. Ganz, ganz, ganz komisch drehen. Das ist diese Six-Axis-Funktion, ist irgendwie. Weiß ich nicht, Digga. Was ich davon halten soll. Ich meine, du kannst das Spiel dann wirklich halt nur spielen, so. Wenn du wirklich halt auch einen Six-Axis-Controller hast, ne? Dass man das halt nicht nachträglich ausstellen kann, ist halt ein bisschen dumm gemacht, Digga. Sag ich dir ehrlich, das ist ein bisschen. Ne? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? So, easy. Hier ist noch einer. Nice. Nice, Digga. Oh shit. Oh shit, da oben sind noch ein paar. So. Warte mal, was ist das hier? Oh, die MP kenne ich noch, Digga. Die war echt geil, Digga. Die gab's auch in Killzone 3. Das war echt eine richtig coole Waffe. Ja, Steuerung ist wirklich, das ist. Boah. Die Steuerung ist wirklich abgrundtief beschissen, Digga. Das ist leider so ein, also für mich auch ein starker Kritikpunkt, weil es spielt sich halt unglaublich schwammig. Ich meine, ich weiß, dass sie damit sozusagen ja darstellen wollen oder wollten, aber es ist halt trotzdem maximal schwammig zu spielen. Also wenn die Umsetzung halt nicht gut ist, ne, dann macht das meiner Meinung nach echt die Immersion, also nicht nur kaputt, sondern das schmälert auch meiner Meinung nach so ein bisschen den Spielspaß. Warte, der ist gleich down. Mach ich ja. Mach ich doch, Digga.
Jetzt, siehst du. Ah, ich glaube, Junge. So. Welcher Bogenturm, Junge? Und ich muss sagen, auch wie nennt man das, Digga? Diese Unschärfe, ne? Bewegungsunschärfe, die triggert mich auch ein bisschen. So. Warte mal. Ja, mit der Knarre. Aber Gott sei Dank sparen sie nicht an Munition wie damals, Digga. Das war. Damals, also hier im ersten Teil, das war ein bisschen, echt ein bisschen. Sehr nervig. So, jetzt erstmal klatschen wir euch hier weg. In der Runde. So, alles klar. Na, was ist los hier, hä? Was ist los hier, Cousin? Was ist los hier, Cousin? Geil. Defensivkämpfer. So. Was? Da kommt da noch mehr. Da kommen noch mehr. So. Okay, nice. Ich warte auf dich. Let's go. Nice. Komm langsam näher, Sir. Okay, ab geht's. Ich habe Intruder angefordert. Sie müssen zum Bogenturm. Bewegung, Männer. Tiger. Ja, das Spiel hat irgendwie so maximal ein paar Lecks, Bruder. Aber ich muss sagen, also grafisch ist es wirklich auch heute noch sehr, sehr eindrucksvoll. Also allein von der Prisi her, ne? Wo sind da? Oh, Digga, wie viele sind hier? Allein von der Präsentation her. Wirklich sehr eindrucksvoll. Kann man halt absolut nicht gegen sagen. So. Bisschen reinpushen hier. Oh Gott. Seth, rufen Sie den Aufzug? Ich würde ja die Treppe... So. Konnten Sie überhaupt Blitzer als Waffe einsetzen? Sie hatten wohl einfach Glück mit dem Wetter. Wenn es einem Spaß macht, heiße Asche zu inhalieren. Okay, Digga. Seht euch das an. Alpha! Nächste Welle Landungsschiffe unterwegs! Wie ist der Status? Wir haben sich verstanden. Das Ding muss weg sein, bevor...
So, warte mal. So, okay. So, Digga. Warte mal. Muss ich die jetzt alle abknallen und dann weiterlaufen, oder? Ich glaube ja. Langsam wird es aber knapp mit der Muni hier, sehe ich gerade. Das ist nicht so schlau. Also nicht so gut. Ne, rüberspringen kann ich auch nicht. Wo denn? Und da hinten. Mann, verpisst euch. Ja, wo geht's jetzt weiter hier? Das nervt mich. Hä? Warte, hier runter vielleicht? Ja, perfekt, Digga. So. Oh shit, oh shit. Also komm, nehmen wir die mal auf, Digga. Mal gucken, wie sie sich spielt. Hier die Waffe der Hellgasts. Dass ich hier rüber kann. Oh nö, komm schon. Zeig dein Köpfchen. Warte mal. Zeig dein Schädel. So. Okay, krass, Digga. Nice. Okay, alles klar. Weiter, 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 weiter. BMPs, diese Scharfschützen-Dings. Alter, komm, lass mal wieder. Ich finde diese Hellgast-MP eigentlich echt geil, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie viele Gegner da sind. Digga. Heilige Scheiße, wie viele da sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Gar nicht mitbekommen. Ich muss letztes in unsere Sachen, oder? Also verbindet das Zeug. Na gut, klatschen wir die alle weg.
Oh mein Gott, Digga. Es ist halt wirklich unglaublich gewöhnungsbedürftig, Digga. Es ist halt, glaube ich, also, hätte ich, glaube ich, an die Steuerung, glaube ich, nie richtig gewinnen können, weil der halt wirklich so wahnsinnig schwammig ist. Ich weiß nicht, wie es im Multiplayer gewesen ist, ob das wirklich genauso schlimm ist. Aber wenn ja, Digga, dann gab es, glaube ich, mit die lustigsten VM-Clips aller Zeiten, glaube ich. Ich finde die Waffenauswahl aber auch sehr, wie soll man sagen? Die Waffenauswahl ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Also, die ist schon okay, so für einen Killzone, aber ich hätte gedacht, da kommt noch ein bisschen was, weiß ich mal so. Also, du hast halt so eine Hellgast AR, eine Hellgast MP. Du hast eine Soldaten AR, eine Soldaten MP. Du hast vielleicht einen Sniper, so ein Jagdgewehr. Eine Pistole und so ein paar Rocket Launcher. Du hast halt nicht wirklich viel Auswahl. Es ist halt sehr, sehr, sehr wenig. Jetzt die Frage. Also, was. Muss ich das kaputt machen oder was? Komm. Mach nochmal auf. Ich will mir das nochmal genau angucken. Ah, okay, ja, eben, logisch. Hätte ja sonst keinen Sinn gemacht. Sehr cool, das war, glaube ich, die Mission jetzt. Blutorden. Genau so sieht's aus. Ist ein richtiger Blutorden hier, Digga. Hast du nicht gesehen hier? Ganz schlimm. So, nächste Mission. Ah. Bin gespannt, bin gespannt, bin gespannt. Gespannt wie ein Bettlaken. Und so gespannt wie der Faden eines Flitzebogens. Am 20. ist es soweit, ne? Da kommt endlich auch das neue Alan Wake raus. Alone in the Dark raus, da freue ich mich auch drauf. Ja, ist losgesungen, ja? Ist losgesungen. Wir sollten diese Schrapnell von Narvel überprüfen lassen. Vielleicht erfahren wir so etwas über die Bogentürme. Jetzt hier in circa einer Woche oder so. Rico, komm! Wir bringen ein Stück von dem Bogenturm zu Nabel. Negativ! Wir haben hier ein Problem! Mist! Gaza, bring sie die Infos zu Nabel! Wir brauchen Saphir! Wir treffen uns mit Verstärkung an der Absturzstelle. Ja, okay, mit Trupp Alpha treffen. Ach du Kacke, Junge. Ja, super. Oh mein Gott, die Nate war krass.
Alter, Dina war wirklich gut geworfen, jetzt ohne Scheiß, sie war richtig gut geworfen. Warte, gib mal dieses Sturmgewehr hier. Hat sie vielleicht Munition für die? Nicht, ja gut. Ich gibt's keine Munition für die Waffe? Ja, okay, gut, scheiß drauf. Nimm ich halt die hier. Alter Schwede, diese Störung. So. Ja, Mann. Nice. So, kurz das kaputt machen, damit das hier nicht im Weg steht. Oder wenn ich im Gunfight bin, dass da nicht zufällig irgendwas platzt. So, Digga. Oh, shit. Aber ich kann mich doch erinnern, wo ich damals wirklich in Zürich, Digga, in meiner alten Wohnung da auf dem Fernseher saß. Und so, ich glaube, dieses Level gezockt habe. Boah, Digga, das ist jetzt auch schon. Wann habe ich das Spiel das letzte Mal in der Konsole gehabt, Alter? 2011, 2012? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Und halt auch nicht lange, ne? Vielleicht so 3-4 Missionen. So. Das Game ist eigentlich fast komplett blind. Den dritten hatte ich damals durchgezockt. Das ist aber auch schon 10 Jahre her oder so. Ja, schon unfassbar lang her. Unfassbar lang her. Let's go, Digga. Nice, nice, nice. Was ist denn los hier, Digga? Junge, Junge, die Steuerung, boah. Ganz, ganz kritisch also. Verpiss dich. Seth, wo sind Sie? So langsam wird's eng hier. Das kann ich mir vorstellen, warte mal. Ich kann ja nichts kaputt schießen, ne? Auch hier. Hier kann ich was kaputt schießen. So. Jetzt mal nachladen, den Hasen. Mach mal auf hier. Ja, lade. Ich glaube, der ruckelt kurz, um zu laden intern so. Und genau. Und dann. Bis er die Gegnermodelle lädt oder so. Kurz nachladen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du bist so, Digga, als wäre so ein Befehl, so tot zu gehen, so, weißt du, ich meine, geh tot! Geh tot! So ein Spaß, Digga. Verpiss dich, du Maniac. Ach, der hat mich von da oben abgeschossen, der Hund. So. Wo als nächstes? Was ist da unten? Ah, cool. Jetzt bin ich wieder hier.
Da unten geht's auch weiter. Du dummer Wahnsinn. Ey, hey. Zwiebel schon gut, Kisch. Wo bist du? Wurde aber auch Zeit. Als wir kamen, waren die Überlebenden schon tot. Die X haben nur auf uns gewartet. Ohne MG? Wir kriegen Besuch! Also begrüß sie, Artig! Okay, das ist sehr gut, das ist auch geil. MG gab's, glaube ich. Ja, doch, gab's auch im ersten Teil. Aber nicht so ohne MG. Aber ist geil. Willst du mich verarschen, Digga? Oh fuck. Willst du nachladen? So, okay, alles klar. Wo zur Hölle ist Gaza, wenn man ihn braucht? So alte Scheiße. Mach kaputt. Sag, mach kaputt. Du Maniac. Ja, jetzt kommen noch mehr Gegner, ne? Was ist denn das für ein Geräusch, Bruder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Allahu Akbar. So. Okay, alles klar, warte mal. Kommt der Typ jetzt? Ja, da ist er, ne? Sag mal auf den Hasen. Ja, willst du das jetzt aufmachen oder nicht? Allahu Akbar, ja. Da sind sie! Brauche Hilfe! Erledigt sie! Der hat gesessen. Der Granate hatte gesessen. Das ist gut. So, dann war hier unten nochmal zwei von denen. So, Hallöchen. Oh, die Steuerung. So. Machen wir das auch. Kurz mal reloaden. Aua, aua, aua. Oh mein Gott. So, beiseite mit euch. Wo, was haben wir hier noch? Wen haben wir hier noch? Hä? Wer will noch Stress? Alter, was ist jetzt schon wieder?
Ach du heilige Scheiße. Gottes Willen, Gott bewahre. Oh mein Gott, aua. Autschi. Kurz mal nachladen. Was? Die können auch down gehen? Willst du mich rollen? Ja moin, Digga. Warte, an welches Spiel erinnert mich das? An irgendwas hat mich das erinnert. Ich glaube Battlefield war das, glaube ich. Mit diesem Defibrillator, Alter. Das war irgendwie genauso inszeniert. Warte mal. Ach, Digga, ich habe keine Munition mehr, Alter. Warte. Ja, damit. Das sind unsere Jungs. So. Oh, sorry. Entschuldigung. Tut leid. Nix gesehen. Was geht? Was läuft? Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen. Wo waren Sie? Beim Mittagessen? Ja, meine Mama hat mir ein schönes Schinkensandwich mitgegeben. Sehr lecker. Nächstes Mal soll sie mir auch was einpacken, bevor ich aus dem Haus gehe. Die will sich alle gegenseitig provozieren, Digga. So. Alter Schwede. Ja, warte, ich bleib bei der Sturmgewehr ein bisschen. Warte. Ach, Digga, ich wollte dann aus dem G. Jetzt nimmt er mir auch meinen Platz weg. Na toll, okay, gut, egal. Dann schießt ihr so, ich. Chill ein bisschen meine Coronis. Ich geh ein bisschen anders rein hier. Steuerung, oh mein Gott. Ey, sag doch, Digga, geht mal weg von da, Janik. Lass den Papa ran. Los, ja? Sorry. War das alles? Geht's weiter oder was? Oh mein Gott. Na gut. Alter, wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Wo sind die Gegner?
Warte mal, lass die kommen, lass die kommen. Shit. Ja, komm weg mit dir, ja? Maniac. Der lebt halt immer noch, ne? Warum brauchen die Nates bei denen so lange? Ich glaube, das. Ne, das war es immer noch nicht. Ach du Scheiße, Digga. Schöne Dreier-Nate, perfekt. Drei Leute erwischt. So. Na Gott sei Dank, Alter, wurde ja doch langsam Zeit hier, was zum Fick. Ja, das war ja hier absolute Katastrophe. So, und jetzt? Ah, die mit der Gondel. Kommen da auch Gegner oder was? Ja. Da kommen die schon raus zum Picknick, Digga. Kurz reloaden. So. Let's go, den haben wir. Warte mal. Das Problem ist, der Hurensohn hat sich halt genauso positioniert, Digga. Scheiße. Ach, Digga, geh doch da weg, Mann. Ja, ich kann nicht, Digga, weil meine Munition die ganze Zeit leer ist. Jetzt, Wahnsinn. Shit. Push, komm. Komm, push. Oh, Gottes Willen. Hallo. Ja, haben wir gut gemacht, sehr stark. Haben wir wirklich gut gemacht. Na los, nicht einschlafen! Bewegung! Das mit dem Bogenturm war gute Arbeit. Ich habe das Schrapnellstück an Evelyn Batten geschickt. Vielleicht kann sie uns sagen, wie diese Dinger funktionieren. Jetzt müssen wir erstmal diesen Konvoi zu den Brücken im Salamon-Bezirk bringen. Sichern Sie eine Route zum Palast. Sie beide kümmern sich um die Flanke. Wir übernehmen die Führung. Die Arschkriecherei zahlt sich wohl aus, was, Gaza? Keiner hat was von Pause gesagt. Los, los!
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Salamon-Bezirk, okay, nächste Mission, Digga. Visari-Orden. Nächste Mission ist fertig. So. Das passt doch super. Das ist doch wunderbar, du. So. Weiter vorrücken! Scheiße! Deckungsfeuer einsetzen! Verdammt! Wir machen uns hier fertig. Scheiße! Reddick! Hey, Rico, Vorsicht! Reddicks Puppen sind in der Nähe! Mörser! Zurück! Deckung! Zurück! Deckung! Aber schnell! Scheiße auf diese Positionskoordinaten! Ach du Kacke, was ist hier los? Oh mein Gott, Digga. So. Okay, Freunde, würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sind jetzt bei 42 Minuten so ungefähr. Ich würde sagen, das reicht für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Killzone 2. Bis dann, checkt die wie zu verschiedene Zwiebeln und haut rein.